Wir waren auf der Rückreise von Indien und waren unterwegs mit unserem Bus auf der Seidenstrasse. Das weiße Auto hat angehalten und dann sind bewaffnete Männer ausgestiegen. Da bitte kommt jemand. Am Anfang habe ich gedacht, es sei ein Raubüberfall, der schief gegangen ist. Und dann plötzlich sind wir rausgezerrt worden und dort habe ich das Gefühl, jetzt gehen wir raus in die Wüste und sie schiessen uns dort. Schiessen. Am Anfang war das eine sehr heikle Situation, nicht nur für uns, auch für unsere Entführer. Das Militär hat nach uns gesucht, es hatte alle Orte Checkpoints. Wir mussten über die Berge laufen, uns verstecken. Und wir sind reingezwängt worden in die Kofferräume für Stunden. Wir sind in verschiedenen Innenhöfen festgehalten worden. Es waren immer Taliban-Kämpfer da, die uns bewacht haben. Und von den Verhandlungen, die sind gelaufen, im Hintergrund haben wir zeitweise sehr wenig mitbekommen, bis gar nicht. Taliban Pakistan fordert Mujahedins aus den Gefängnissen von Pakistan. Wir fürchten um unser Leben, geht auf die Forderungen ein. Nach diesen Monaten vom Warten, dass wir freigelassen werden, haben wir einfach immer mehr gemerkt, wie schwierig die Situation ist und dass wir das vielleicht nicht überleben. Und dort ist es dann wirklich konkret geworden. Dort haben wir dann angefangen, unsere eigene Flucht zu planen.